so oder so sein. Denk darüber nach, darüber nach. Die Zukunft wird zur Gegenwart. Und doch in Wirklichkeit erstarrt der Moment als Monument der Vergangenheit. Die Zeit scheint still zu stehen. Ich schließe meine Augen, um zu sehen und verstehen. Mein Puls gleicht sich langsam meinem Atem an. Die Bilder der Erinnerung ziehen mich in ihren Bann. Wünsche, Träume, reine Illusion. Ich fühle mich hilflos, schwerelos, ohne Vision. Ich weiß bloß, dass die Entscheidung mein Leben bestimmt. Dass mein Wille und Instinkt mit meinem Schicksal ringt. Und es zwingt mich, bedingt in einen Weg zu gehen. Deswegen sitze ich hier und kann die Zukunft nicht sehen. Die Zeit kann so oder so sein. Denk darüber nach. Die Zeit kann so oder so sein. Denk darüber nach. Die Angst ist tief vor mir, das Dunkel der Nacht. Wie oft hat mich mein Verstand in den Schlaf gebracht? Gedacht, habe ich in tausend Dinge, die ich nicht verstehen kann. Irgendwann kommt der Sensemann. Und dann sitz ich immer noch hier, der Vater Tod steht daneben und spricht. Jetzt beginnt der rationale Leben. Doch ich verlasse den Raum durch das Farbentor und schwebe mit dem Licht in den Himmel empor. Ich sehe den Wolken zu, die über mich hinwegziehen. Darauf gebettet meine Gedanken, die der Realität entfliehen. Mir wird bewusst, ich hab mir bloß was vorgemacht, denn in Wirklichkeit sitz ich hier und ich bin aufgewacht. Geträumt im Schlaf oder bloß vom Schlaf geträumt, wieder mal ein Stück von meiner Realität versäumt. Egal. Oder war vielleicht mein Traum real? Ich weiß, wenn mein Ego eines Tages zu Staub zerfällt, dass es mein wahres Ich sein wird, das die Antwort erhält. Doch bin ich es, der hier und jetzt die Fragen stellt. Ein Gefühl, das mich quält, Angst, die mich befällt. Ich bin allein, kein Mensch weit und breit. Warum ist der Tod das Ziel? Der Weg ist unsere Zeit. Ich komm auf keinen grünen Zweig, auch wenn ich ewig studiere. Warum bin ich am Leben und sitz immer noch hier? Die Zeit kann so oder so sein. Denk darüber nach. Die Zukunft ist nun Gegenwart. Doch in Wirklichkeit erstarrt der Moment als Monument der Vergangenheit. Die Zeit scheint still zu stehen. Ich schließe meine Augen, um zu sehen. Ich sehe eine bunte Seifenblase, in der ich mich befinde. Und in ihr drin in einem Strudel von Chaos verschwinde. Erscheint, dass ich die Zeiger meiner Uhr nicht mehr drehe. Dabei sind's die Menschen draußen, die mit dem Stress der Welt gehen. Und ich fang an zu verstehen, man hätte das, was man setzt. Nur im Kopf entsteht die Angst und Furcht, in die man gerät. Um mich herum sind tausende von Seifenblasen, die ich sehe. Und ich sitz hier, doch nun steh ich auf und geh. Die Zeit kann so oder so sein. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Die Zeit kann so oder so sein. Denk darüber nach, darüber nach.